Der ehemalige Südtirol-Aktivist Sepp Mitterhofer ist gestern im Alter von 89 Jahren verstorben. Der Meraner hatte sich stets für die Wiedervereinigung Tirols und die Selbstbestimmung Südtirols stark gemacht. 1958 schloss sich Mitterhofer dem BAS, dem Befreiungsausschuss Südtirol, an und beteiligte sich dann an den Anschlägen der 1960er Jahre. Der Tod von Sepp Mitterhofer ruft Erinnerungen an die 1960er Jahre wach. Der Meraner gehörte zur Gruppe der Südtirol-Aktivisten, die, je nach politischer Sichtweise, auch als Freiheitskämpfer oder Attentäter bezeichnet werden. Für einen Widerstandskämpfer ist es ein Musik in den Ohren und das Herz hat ins Herz geschlagen, wenn es halt geschnellt hat, weil wir gesagt haben, das ist jetzt der Auftakt zum Kampf. Bei den Anschlägen gingen 10 Strommasten auf Mitterhofers Rechnung. Für die ehemalige Landtagsabgeordnete der Bewegung Südtiroler Freiheit, Eva Klotz, war Sepp Mitterhofer ein treuer Wegbegleiter und ein unermüdlicher Kämpfer für die Freiheit. Sepp Mitterhofer hat sein Leben in den Dienst der Freiheit des Landes gestellt und unseres Volkes. Er war Mitglied des Befreiungsausschusses Südtirol. Er war 8 Jahre lang im Gefängnis, ist einer der letzten gewesen, die 1969 entlassen worden sind, ist brutal gefoltert worden und war danach gezeichnet, er hatte gesundheitliche Beeinträchtigungen ein Leben lang davongetragen. Für die Sprengungen hat Sepp Mitterhofer bezahlt, sagt die ehemalige SVP-Landesrätin Martha Stocker, die mit dem streitbaren Aktivisten nicht immer einer Meinung war. Ich glaube, für 61, also für die Feuernacht, gilt ganz klar, das waren Attentate, ganz selbstverständlich. Das waren Attentate, die dazu beigetragen haben, nachdem Italien vorher schon mit der UNO-Resolution im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit nicht besonders gut dagestanden hat. Danach natürlich auch wieder sehr große Aufmerksamkeit für Südtirol. Und in dem Sinne war es durchaus ein Anschub, den sie geleistet haben. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gründete Sepp Mitterhofer gemeinsam mit anderen Mitstreitern den Südtiroler Heimatbund, immer mit dem Ziel der Selbstbestimmung Südtirols. Ich habe ihn immer wieder erlebt bei verschiedenen, verschiedenen Feierlichkeiten, bei verschiedenen Erinnerungsveranstaltungen. Wir haben das eine oder das andere Mal natürlich auch durchaus unterschiedliche Positionen vertreten und unterschiedliche Sichtweisen gehabt. Das, was uns sicher geeint hat, ist, dass uns wichtig war, dass die Erinnerung daran, gerade was Feuernacht und so weiter betroffen hat, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und dass man vor allem auch sieht, was diese Leute dann auch mitgemacht haben. Eva Klotz erinnert sich nicht nur an Sepp Mitterhofer als Leitfigur des Widerstands, sondern auch an einen humorvollen und geselligen Menschen, der gern auf den Berg ging und sich für die Gesellschaft engagierte. Er hat die Schützenkompanie Obermais mitbegründet. Er war lange Zeit Obmann der Musikkapelle Obermais. Er war im Bauernbund meines Wissens auch tätig. Also er hat sich eingebracht, wo immer es gegangen ist, für die Gemeinschaft und eben für die Freiheit unseres Landes. Darüber hinaus war der Bauer am Unterhaslerhof Vater von 4 Kindern. Gestern ist Sepp Mitterhofer im Alter von 89 Jahren in seinem Zuhause in Meran-Obermais verstorben.